Willkommen zu einem famosen TTT-Abenteuer mit einer unfassbar riesigen Gruppe an Menschen. Ich werde die jetzt nicht alle vorlesen, das ist ja eindeutig zu viele. Man kennt sie alle, wenn ihn keiner verfolgt. So. Andi, willst du jetzt eine Creator bei mir ausprobieren? Also ich will eh restarten die Map, aber du kannst mich trotzdem mal töten. Ich mach was an mir aus, du bist der Creator. Gute Idee. Allein sind noch Zuschauer, nämlich. Huch, Entschuldigung. Erstmal ins Bein schießen. Alles klar. Also das wird in der normalen Runde niemals funktionieren. Hab ich schon einmal versucht, hat ja nicht funktioniert. Dauert 10 Jahre zu schade, dieses Scheiß-Spiel. Beckmann, komm und du bist wieder mein Mann, ich weiß es nicht. Hört man denn, wie ich die Waffe lade? Also das Ja, kam mehr auf. Oh ja. Gottes Willen. Deswegen, es braucht 10 Jahre. Ist normal, dass ich noch Spectator bin, oder? Ja, wir haben gerade ready. Also, nee, jetzt solltest du Spectator nicht mehr sein, genau. Ja, du bist Wir kein Spectator mehr. starten jetzt aber eh neu. Beckmann, Re-Map, Ja. Neustart. Weiß ich nicht. Ich weiß nur, wie man eine neue Map wählt. Hier! In deinen Nacken gelegt. So, jetzt geht's wirklich los. Let's go. Ah, schön. Weil mich ätsche gerade und dachte mir so, okay, komm, isst du mal ein Stück Birne und dann kommst du in den Kessel. Okay. Ich stand einfach vor dir und du bist einfach reingelaufen. Nee, ich stand da. Ja, ich auch. Danach So. hat er keinen Mann mehr. TTT Lego, let's go. Scheiß Map. Und selber. Ja, Gio wieder heute als Gast dabei, den erwähne ich extra. An anderen sie sich wert. Du bist mein Arbeitgeber. Dabei zu sein. Ja, wir alle anderen gehören ja zur Crew. So. Boah, ich könnte jetzt richtig fies sein. Ey, Gio? Ja. Buchstabier mal Innocent rückwärts. Alter, jetzt fängt es wieder an. Nein. Damit arbeiten wir nicht, Beckmann. Ja, geh einfach nicht dran. Was? Hey, Beckmann. Ja? Buchstabier mal Giovanni rückwärts. Unmöglich für mich. Okay, Beckmann ist Trader. Okay, Fabi ist Detective. Ich calle. Ja. Alles klar. Ey, Fabi, du weißt, was auf dem Spiel Oh, es steht, ist ne? eine Fabi. Ist jemand gestorben? Ist jemand Wurde gestorben? Ja. Alarm. Ich weiß nicht. Alarm. Guck's mir an. Achtung. Wo ist Alex schon? Hä? Alex ist rausgeflogen? Ah, hier. Ja, mein, Entschuldigung. Deswegen ist er gestorben, weil er rausgeflogen ist. Aha. Gut, damit haben wir nur einen Trader. Was steht denn da jetzt eigentlich? Ich frage als Todes Nachricht. Das sehe ich jetzt mal, wenn einer disconnected. Unbekannter Schaden, okay. Ich weiß aber Ja, nicht, was ich dafür tun soll. auf mich zu snipen. Frech. Wie bitte? Da, ich habe auch einen Schuss in die Nähe bekommen. Da ist ja ein Halodri, würde ich sagen. Oh, eine Hallödri. Eine was? Halodri. Was? Ach Mensch. Lel. Ein sogenannter Firlefanz. Irgendwas stimmt mit meinem Rechner nicht. Ich glaube, ich muss mal die Streitkräfte Isengards neu starten. Bleiben wir da. Aha. Wieso dackelt dir Tobi so nach? Warum soll ich nicht nachdackeln? Ich kann wenigstens vertrauen. Nee, also dir vertrauen bei Minute 4:50, wo noch keiner gestorben ist? Ah, weiß ich nicht, Meister. Glaube ich dir, David, man, das hast du Wo jetzt auch. wird Ja, die schon Map bei hilfreich. euch auch so komisch seitwärts? Wie komisch Ja, seitwärts. so ein bisschen, aber das liegt, glaube ich, an der Waffe, die du hast. Nee, das habe ich mit jeder Waffe. War echt? Ja. Wenn du so hin und her läufst. Ja. Tatsächlich. Ja, das habe ich auch. Okay, Ja, da das ist halt war. nicht nur meine Einbildung. Dann, du gehst ja mit dem ganzen Körper mit, weißt du? Das ist ja hier ja. hochimmersives Gameplay. Wem kann ich jetzt über Körperschwerpunkt. Distanz einen Headshot geben? So, wenn jetzt hier ein Trader im Trader-Raum ist, guten Tag. Ich weiß, ihr seht mich. Aber ich gehe jetzt auch wieder, weil hier gibt es nichts Spannendes für den Inner. Richtig lame hier. What the fuck?
Was war das? Da ist tatsächlich einer im Traitor-Raum. Und ich weiß auch, ich glaube, ich weiß auch wer. Wie bist denn du da hochgekommen, Meister? Ich? Ja. Diese Treppe? Glaube ich nicht. Oh nein! Wo denn? Andi! Aber kein Scheiß. Yes! Vergiss es. Ich kam nicht aus der Tür. Was? Ich bin auf Stahl. Verdammt. Nichts Brauchbares im Traitor Shop. Ich hab dir einen Headshot gegeben und du hast den überlebt. Willkommen bei Source. Das Vorteil, manchmal einen Dickschädel zu haben. Na gut, wenn du mir in den Unterkiefer schießt, na da. Ich kenne überhaupt die ganzen Waffen nicht. Nimm nicht also, die Striker, egal was du machst, dann niemals die Striker. Die Vector muss erst im Ablauf führen, die ist sehr... Oh Jesus. Oh no, Beckmann ist Detektiv. Das finde ich nicht gut. Aber Jesus. Mhm. Finde ich gut. Da wird schwer getestet. Wir haben gesagt, getestet machen wir nicht, ne? Also nochmal. Für alle. Ey, Gio, komm mal kurz mit in die Warenannahme. Bitte was? Ich hab gesagt, komm mal kurz mit in die Warenannahme. Hast du das eigentlich schon erledigt? Ich hab dir mal ein paar Zettel eingelegt. Vertrau dir. Okay. Nice. Da hinten. Wer war das? Ich war's nicht. Nee. Fabian war das, glaube ich. Nein. Merk dir mal, wenn irgendwo diese Dance-Screen kommt, dann war's Andi. Kann es auch der Farbeimer von Nintendo sein. Marian. Gott, Alter. Die haben den wirklich so von Nintendo genannt. Ich glaube Mario Paper oder das RPG. In irgendeinem Spiel hatten die einen Farbeimer, der hieß Farbian. Das ist was gebummt. Voll. Schmeißt schon wieder random Granaten durch die Gegend. Niemals! Also ich bin unschuldig. Fabi. Oh ja! Das. Diese Taktik. Tick-Tack. Bomb-Munition. Tick-Tack-Bombe. Hey, diese Ambus mit dem Segel, das ist doch eine Traitor-Waffe, oder? Nee, eine Detective-Waffe. Beides, glaube ich. Sowohl als auch? Ja. Ich hab entschlossen, dass Sören diese Runde mein Freund ist. Siehst du? Entschließt du das jede Runde neu, oder wie? Ha? Entschließt du das jede Runde dann neu, oder wie? Maybe. Sergeant, ich habe sie verloren, Sergeant. Ja, ja, alles cool. Ich habe mir einen höheren Punkt der Überwachung gesucht. Ja, Obi-Wan. Du hast nicht unendlich Muni dafür, ne? Ja, ich dachte, rechtliches Zielen, weil da ein Visier drauf ist. Hör auf, mich zu verfolgen. Verpiss dich. Guck mal hinter mich. Ja, Andi, bist du noch am Stissel? Ja, okay. Tobi, bist du noch am Stissel? Oh, da geht die Rakete los. Einer ist im Trader Room. Amigo? Wer wird da verfolgt vom Wasch? Ja, ich glaube, Fabi wird von Moto verfolgt. Wurde ich gerade eben von einer Rakete getroffen? Maybe. Tobi also, fehlt und Andi fehlt. Die nein, ich fehl nicht, ich stehe hier. Ja, okay. Dann. Fabi, du musst die ganze Zeit weglaufen. Ich kann dir sagen, das ist wie das Paperplane. Na, Andi, alles fit? Du kannst ihn auf jeden Fall kaputt schießen, glaube ich, beim Moto. Ja, den kann man töten, glaube ich. Kannst du. Der Helikopter ist auch schon abgeschüttet. Hat einer gesehen, ob das Auto losgefahren ist? Hey, ich treffe ihn nicht. Ah, er ist weg. Gott sei Dank. Okay, Fabi, komm mal her. Fabi, komm mal zu uns. Hier hinter dir. Ja, du bist nämlich jetzt auch cool. Danke. Der da ist nicht cool. Geh weg. Andi hat schon Schaden bekommen. Ja. Geh weg. Finde ich ja ultra scheiße. Hey.
Der Tobi sagt die ganze Woche nichts. Du hast Tobi? Hä? Warum? Ich hab doch gesagt, ich bin da. Also wirklich, hab ich wirklich. Okay. Du warst aber nicht da, als ich gesagt habe, einer fehlt. Das ist doch, ich hab gesagt, doch, ich bin da. Und dann hat aber keiner mehr drauf reagiert. Ja, ich hab aber gesagt, ich bin da, weil ich dachte, du fragst, ob ich noch lebe. Eigentlich war das viel zu schwer. Boah, da tust du dir alles so anstrengend. Aber ich hab dich, also... Sören, komm mal her, komm mal zu mir. Ja, ja, wenn alle schon drin reden. Links von dir. Ja, ja, nein, andere Richtung. Ja, geradeaus, nein. Das ist gut, wie der Heli einfach noch saub macht. Oh, ich glaube, das war... Ist. Ich glaube, da hat Beckmann was kassiert. Einen gefunden! Lol. Da, hier liegt er. Hm, süß. Aber richtig schön ins Gesicht. Habe ich nicht, glaube ich nicht. Das kann nur Lars sein. Lars ist unser Meisterschütze. Was ist Lars eigentlich? Lars guckt zu, der kann es gar nicht sein. Er schaut doch zu. Das ist eigentlich doch Lars. Muss Lars sein. Geisterschütze bin ich. Sag ja. Also Sören ist es schon mal nicht, weil der, wissen wir ja. Ja. Der gehört zum alten Eisen und so. Der wissen wir ja, okay. Wo kommt die Nate her? Der Codec-Type. Wer war das? Oh, Andi war das. Ey, da hat einen Connect Matschach, wie wohl. Ja, aber dem bin ich sehr gewohnt, dass er das macht. Du hast ja gar nicht mal so viel hier. Was ist das für ein Rumgeblähe da auf dem, mitten auf dem das, Ding? Das ist das blöde, der blöde Helikopter, der eigentlich abgestürzt ist. Und trotzdem auch ja, aber der denkt sich halt, nee, ich lebe auch noch. Nee. Da wurde irgendwas. Andi, hast du gerade wen erschossen? Nee. Und jetzt erschieße ich dich. Was? Ich glaube, du hast wieder erschossen und du lädst auch nach. Und ich hab einen Bumm. Wer stimmt. Lebt noch? Oh. Ja, die kommt. Okay. Und dann kommt Bastian und dann. Oh, da oben ist die dabei. Ah, scheiße. Keine Zeit mehr. Ja, noch gelebt jetzt eigentlich. Ah, nur noch du sind, okay. Ja. Ja, Leute, weggeheddert, ja? Ja, schön. Wir haben nichts mitgekriegt. Ich hab die Fallen alle aktiviert, aber sonst nichts gerissen. Das T4 lag da unten, aber es war halt ein bisschen weit ab von euch. Ja, gegen Beckmann habe ich schön beobachtet, der sah gut aus, ja. Ich war nicht gut. Gegen Gio habe ich 10 Jahre gebraucht, den mal zu killen. Ich war auch da. Ich bin vielleicht nicht kurz AFK, also nicht, wo der immer rumschmusste. Das Beste war gerade einfach, was Andi mit der Combustible Lemon gemacht hat. Er hat sie einfach vor seine Füße geworfen. Ich wusste nicht, wie sie funktioniert. Das war so halt, ja. Ist halt wie eine Granate. Ist dieses Headbobbing neu? Ja, glaub schon. Was war Alex? Das war gemein. Andi ist Detective und dann, der bringt mich eh um. Ja, besser ist es. Nummer lieber auf Nummer safe gehen. Ja. Oh, wo Gott, ist der Detective? Da hinten. Eine Map mit Munition. Oh, ja. Moment, ich muss jemand anders finden. Gio, Fabi, Lars, wo bist du? Ich bin mir so sicher mit Tobi. Da ist gar nichts an. Die 1% Chance, dass das nicht war, hat gereicht. Ey, ja. Gib mal eine Jihad. Eine Jihad? Warte, muss ich Tobi fragen. Tobi, mein traitor Kollege, darf ich Beckmann gerade eine Jihad geben? So, bin ich da. Okay, ich nehme das mal als ja. Tobi, ich hab dir sogar eine TMP gebracht, verehrter Kollege. Oh, danke. Gerne. Also Lars ist schon netter Verbündeter, der muss ich dir lassen. Ja. Ja, ne, wir zwei gegen den Rest, da müssen wir ja zusammen machen. Ja, sehe ich auch so. Komm ich gleich mit. Tobi, ich hab jetzt ein bisschen deine Lügenstimme drauf mit. Hey, ich war doch da. Ich hab mal wirklich was gesagt in dem Moment, aber ja. Da war ich wirklich nicht. Ich war unten im Traitor-Raum in dem Moment.
Genau, das war. Ja. Also, ich wusste, dass es einer von euch beiden nicht da war und Andi kam 2 Sekunden später, hätte es zeitlich nicht schaffen können. Also, Alter. War schon so der 1% Restzweifel, der aufgehalten hat. Tobi, der hat gerade wer auf uns geschossen. Ich hab's auch gehört. Fabian schießt. Also, das sind Traitor in den Traitern. Weil wir wissen ja, dass du hast nichts Tobi. Gesehen. Du hast den Gärfer weiter. Ich muss. Ich würde sagen, Fabio war es. Nicht gesehen, was Beckmann da gemacht hat. Na komm, hier oben ist ja langweilig, wenn sich hier alle Innocents tummeln. Ich muss mal runtergehen in den Tunnel, aber, damit er mich verdächtigen kann. Ja, ja, weil halt niemand da hingeht. Aber wenn niemand da hingeht, können die Traitoren da ja auch niemand heimlich wegmachen. Lars, kommt ja nicht mit. Das ist wahnsinnig schwierig. Ja, Fabi. Da, guck, Beckmann, der versucht schon, hier jemand heimlich wegzumachen. Komm, Beckmann, lass mal hier in der Ecke gehen und dann tötest du mich. Ja, Beckmann, ich komm auch mit. Ich bin mir sicher, dass Fabi gerade auf mich geschossen hat, aber ich... Wo bist du denn? Lars, pass auf, die können die Zombies loslassen. Ach so, wir können ja die Zombies loslassen. Ja, stimmt. Ja, yeah. Aber hinter irgendeiner Ecke wird jetzt jemand mit einer Shotgun sitzen wahrscheinlich. Ja, ich ach, hier geht es in die... Hoch, ja. Hey, na! Ja, okay, alles klar. Man kann so als Detektiv schlecht Verwirrungen stiften, deswegen lohnt sich das die Runde für mich nicht. Doch, kannst du auch, richtig gut sogar. Da sehe ich, du sollst auch keine Verwirrung stiften, du sollst mithelfen, Anni. Ja, da ist es, ja! Jeder weiß ja dann Guns und sowas, wo du dann irgendwie oder irgendwelche Pfannen. Oh, sind die Zombies? Sind die schon frei oder ist das normal? Ich glaube, das ist normal. Die tun mir nix. Moment, die tun mir nix! Ach, stimmt, wir sind ja Traitor, Tobi. Die tun ja nix! Die tun halt nix, wenn die KI kaputt ist. Das hat doch nichts damit zu tun, wenn man Traitor ist oder nicht. Doch! Ja, also. Na komm runter, Beckmann, und töte mich, wenn du davon überzeugt bist, vollkommen. Aber ich glaube nicht, dass du vollkommen davon überzeugt bist. Und hier ist Sackgasse oder was? Ja, da geht's nicht weiter. Außer, wobei, doch, wir sind ja Traitor, wir können aber die Hand benutzen, Lars, also. Ach ja, naja, dann machen wir auf hier und dann können wir. Oh, Beckmann. Beckmann glaubt wirklich, dass wir Traitor sind, Lars. Ich glaube, der checkt den. Ah, nee, Andi ist auch noch da. Da ist noch ein Zombie. Video. Du hast mich im Auge gesehen, das ist richtig. Der denn, ja. Es ist auch okay. Hier, sind alle jetzt hier. Ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass hier einer von uns Traitor ist. Ja. Ja, wo seid ihr? Du ja, hast mich die ganze Zeit angestarrt. Andi, hier unten ist mindestens ein Traitor. Kaum gelassen, ja. Ich hier runter, sind wir alle hier. Ja, deswegen. Nicht, dass sich hier immer nur die Traitor hier unten langweilen. Hier muss ja auch mal ein Innocent sein, den man wegmachen kann jetzt hier. Alex, bist du noch am Start? Ach, ja. Okay. Ja, du bist so leise. Ich frage einfach mal hin und wieder, ne, wer noch da ist, wer nicht mehr da ist, ne? Die aimen schon auf mich. Da sind die. Wenn jetzt die Straße folgt in die andere Richtung. Das ist voll smart, würde ich auch gerne. Statt auf mich zu zielen, Gio. Also statt auf mich was machst du da hinten ganz allein? Lieber Harry. Nice. Zieh das jetzt raus. Nicht mal, Lars, wenn du jetzt wirklich Trader bist, ne, ist es voll in Ordnung. Mir ist egal. Ja, ja. Tobi, ich mache jetzt die anderen weg. Ich warte nur drauf. Ja, Fabi guckt nur um die Ecke. Nee, unter mir. Oh. Aha, du Schlingel, hä? Hä? Jetzt hab ich ihn. Nio hat gerade Sören gemacht. Echt? Ja. Ja, oder halt so. Hier unten treiben sich nur Innocents rum und oben werden alle getötet. Alex. Alex, ja komm, hier kommt der Einsatzquad, Alex, ha? Wirst du unschuldig, hä? Ich hab euch gesucht! Aha, warum hast du uns gesucht, ja? Jetzt werden die richtigen Fragen ausgepackt. Tobi macht oh, die auch hier. Was ist denn das hier unten? Keller wohl, aber ist echt ein bisschen unspektakulär. Ich dachte, der ist verwinkelte. Ist die Aussage True Beckmann, dass er ihn gekillt hat? Ja, also die haben sich die ganze Zeit angeschaut, ich guck wieder raus, Sören ist tot, also wer soll es gewesen sein? Wir waren fast alle unten, außer Alex, die habe ich nicht gesehen, sonst waren alle unten. Ich habe euch gesucht, ich war oben und habe euch gesucht und dann war ich, oh! An der Rampe ist glaube ich gestorben. Habe ich eine Granate? Nee. Okay, in dem Moment haben wir gerade alle nach hinten geguckt. Also ich sag mal Alex, so, also. 80-20, dass es Gio ist. Scheiße. Hä? Okay, Fabi, lag jetzt hoch. Wir sind alle hier gerade in die Richtung gelaufen. Lars, Alex, Ich war vor euch. Ja, genau. Deswegen, es kann nur der sein, der gerade unten war. Ja, okay, ich töte Gio. Ich bin doch gar nicht unten. Du warst gerade zuletzt, als ich dich gesehen habe. Alle anderen sind hoch, außer du. Also musst du ja noch unten sein. Ich bin hier oben. Ja, auf einmal, weil du den Traitor-Ausgang genommen hast. Ja, oder halt einfach den Polizeistation-Ausgang da hinten. Ja, das geht auch. Ja, klar. Ja, da ist er auch gerade. Andi... Ach, du hast. Das ist mir zu blöd.
Tobi, wie viele Traitor haben wir nochmal? Zwei? Zwei eigentlich. Nur zwei. Hallo, stirbst du nochmal? Aha! Sehr gut. Guter Guess, Bergmann. War kein Guess. Ja, es waren zwei Tote, wo Dio in der Nähe war. Es war also recht. Ja. Womit machen wir denn den letzten weg? Herzattacke und so. Also, ich würde jetzt mal behaupten, dass es entweder Tobi oder Lars, wer von beiden das ist, ist mir egal. Aber ich glaube, einer von beiden ist es. Der Lars und ich laufen die ganze Zeit rum. Ich war teilweise auch still. Also, in der Zeit hätte mich Lars Kino noch weitergeben können. Hat er halt nicht. Tobi, dann müssen wir Beckmann wegmachen. Das ist die einzige Chance. Der hat niemals seinen eigenen. Beckmann spielt nicht so, dass er seinen eigenen Trader-Kollegen opfert. Zumindest ja, das stimmt. Bei uns hat er es noch nicht gebracht. Tobi, jetzt ist die Chance. Jetzt können wir Beckmann nur noch 6 Sekunden. Dann, der kriegt in den 6 Sekunden eh nicht alle tot. Und dann können wir Gio wiederbeleben. Jetzt sei nun! Jetzt zur letzten Sekunde. Shit. Ja, Alex, okay. Ja, Lars, guck mal. Was hast du mit so an, Gio? Haben wir dich gezogen. Jo, hast du Sören erschossen? Ja, ich habe ihn Headshot gedrückt. Ich stand eine Sekunde still, die ganze Zeit aber rumwackelt. Eine Sekunde kurz was geguckt und zack, kassiert. Warte nur den Mund darauf, Gio. Ja, nix. Was im Weg? Du standst einfach vor meiner Waffe und dann. Wer dir in die Tupperdose scheißt. Ich werde dass die Waren dann sowas von ihm wegkühlt. Montag heißt erstmal Inventur machen, Gio. Schade, alleine. Boah, das waren immer die schlimmsten Strafen auf der Arbeit. Ja, immer Inventur. Yibi! Ist es eine Shotgun? Was ist das? Nee. Weißt du, was es gerade zusammengehalten hat, Lars? Der Link. Aha. Ein Link zwischen den Welten. Ja. Mal gucken, ob die auf dieser Map. Fabian, ist das ein Geräusch? Schön nix hinten. Ach so, hat die Portal gern. Oh no. Hallo! Ey! Seid ihr dumm? Ha! Ich bin stuck! Das darf nicht wahr. Warum? Okay, wen gebe ich jetzt zuerst einen Headshot von dir? Okay, wir bräuchten einen Disco. Oh oh. Oh oh. Ja, das war's, Jungs, ne? Was geht da? Die sind zusammengedingt. Warte, wir versuchen sie weg. Hallo? Ihr dürft nicht aber schießen, wir können mal Kletus sticken. Mal versuchen. Achso, das wusste ich. Hm? Ach, super. So. Ist da jetzt ein Böser dabei gewesen? Nee, natürlich nicht. Ach ja, ist ja schöne Schwule hier mal wieder. Hm. Wer snipe denn hier so gut, Sören? Dann kann ich es nicht sagen. Nee, eben, deswegen vertraue ich dir. I feel conflicted in this Aussage. Ja. Ist okay. Uäh! Au! Dede, hey Jala, gib niemals auf, du weißt alles in dir. Robin, halt doch mal stille, Mann! Sören, sehr ist immer so frei. Ja, ich bin auf dem Weg. Kann doch nicht dein Ernst sein. Muss ich hier alles alleine machen. Noob-Duell. Er hat doch kein Life mehr, so wie ich. Keine Ahnung, wo. Arschleck. Wer braucht schon Einkäufe? Skill. Au. Sören, du verarschst mich, oder? Sören! Nicht dein Ernst! Es ist nicht zu fassen, Alter! Wirklich, Alter! Du hast safe gewonnen! Du hast es doch von hinten wieder weggerotzt! Keine Ahnung, wo was los ist! Ich hab drei Leute insta weggerotzt! Das kann nicht sein! Ja, die da vorne, ich habe mir selbst die Todeskeller aufgebaut. In einer Ausgang haben 2 Millionen Schlangen gewartet, in der anderen waren Hütchen. Ich dachte, okay. Ich war gerade gemutet, Lars, aber ich habe sehr gejubelt. Sehr gut gemacht.
Außerdem habe ich eine Waffe gekauft, die ich wollte. Ich hatte zwar keine Jihad-Bombe, aber ich wollte Beckmann eine John-Cena-Bombe kaufen. Und wären wir allein gewesen, hätte ich ihm eine John-Cena-Bombe gegeben. Ich weiß nicht, ob ihnen das gereicht hätte. Ja, die funktioniert ja genauso, nur halt ist die Voice-Line anders. Genau, also ich war, ne, deswegen, ich dachte mir, ich mache was Freundliches. Aber wie gesagt, ich hatte keine Ahnung, wo wer ist zu dem Zeitpunkt. Alex schön im Laufen Header verpasst. Ja, schon weißt wieder, du? Alter, jedes Mal. Ich steh mit dem Stick, stehe ich vor Fabio und Gio, versuche die irgendwie auseinander, aber falsch von vorne um. Die beiden checken anscheinend gar nichts. Ja, ich weiß auch nicht, wer da wen erschossen hat, aber irgendwie sind alle drei Gio abgefallen, da Andi mich weggeheadshottet hat. Und Beckmann wurde einfach weggemacht. Also Gio, es gibt mit dem einen Tool, gibt es die Möglichkeit, Rechtsklick zu machen, um Leute wegzuschubsen. Damit kann man sich manchmal entbuggen. Ja, Tobi, das ist Cross, der Crowbar. Ja, ich hatte die falsche Ding in der Hand, ich weiß. Ja, mit Nedosek kannst du nur auf Todes. Das geht nur bei Toten, oder was? Mhm. Einmal still, Gio, ich will dich treffen. Aber die Brechstange, mit der kannst du rechtlich jemanden wegschieben. Das macht auch keinen Schaden. Also deswegen. Ja. Damit ich aufhöre zu reden. Ja, Lars, ich bin direkt bei dir, du bist Sau. Hey! Feuer versuchen. Mhm. Okay, wir sind die Einzigen hier, Sven, glaube ich. Mach die Zombies an. Mal gucken, ob die KI von denen wirklich verbuggt ist. Ja, warte. Blick. Also Fabi. Hier sind die. Hier sind die. Was? Ich bin innocent. Nur das. Aber die irgendwie wieder in die Sackgasse. Ja, stimmt. Hier ist halt nicht so viel zum Rundlaufen. Wir sind auch richtige Profis, weißt du das? Ja, hier kann man rundlaufen. Hier kann man immer Das habe ich gesehen, Ist das hier auch ein Traitor-Eingang? Was hast du gesehen, Beckmann? Reporter. Gar nichts. Fabi lebt noch, ne? Ja, okay. Ja. Ich hab dich verloren. Ja. Na, komm, Andi, du willst es doch. Du willst mir doch den Headshot geben. Ich weiß nicht, was ich will. Ich will das irgendwie auch starten. Ich weiß aber nicht, wie das geht. Dafür musst du Traitor sein und in den Traitor-Room gehen. Achso, dann sag das doch. Oh ja, Fabi ist tot. Sagst du mir, wo der für Traitor-Room ist? Wo ist er gestorben? Unten. Beckmann, der stand die ganze Zeit genauer bei dir. Ja, wie kannst du nicht sehen, wer den tötet? Das halte ich jetzt für sehr unwahrscheinlich. Was willst du von mir? Du standst direkt die ganze Zeit neben Fabi und auf einmal fällt der tot um. Du weißt nicht, wer ihn gekillt hat. Ja, was soll ich machen? Ja, natürlich nicht. Ich habe eine Vermutung, wer es war. Wer hat denn von euch einen Sniper? Ja, nee, das habe ich jetzt auch mal gucken. Gio habe ich deswegen direkt angeguckt, aber der hatte eine Ex. Der kann es nicht gewesen sein. Der hat den genau auf dieselbe Weise weggemacht, wie ich ihn mal weggemacht habe, den Detektiv. Einfach mal auf Long Range, sodass man es nicht mitkriegt. Das ist keine Tony Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie der DNA-Scanner funktioniert. Warte mal. S-Oxyribonukleidoxid. Andi, hast du einen Sniper-Namen? Ja, hab ich. Aber Andi hat nicht geschossen, das weiß ich. Er hätte meinen Schuss mindestens hören müssen, weil ich hier auch. Ich hätte deinen Schuss gesehen, weil ich beobachtet habe. Vielleicht seid ihr beide Traitor. Ja, das ist eine Möglichkeit. Also ich behaupte jetzt ganz stumpf, es ist einfach mal Lars gewesen, weil der äußert sich gar nicht dazu. Wenn er jetzt nämlich die Rakete starten würde, würden drei Leute sterben. Jucken im Finger. Also, aber der Lars, der macht coolere Dinge als. Okay. Ja, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Lars es ist. Und wer der Zweite ist, habe ich auch nur eine Vermutung, aber keine Ahnung. Wir sind hier zu dritt. Wir sind die drei lustigen Zwei. Okay, wir sind noch zu zweit. Ich habe meine Hand versehentlich ausgeblendet. Kann mir einer sagen, wie ich wieder meine Munitionsanzeige reinkriege? Wie hast du dein Hut ausgeblendet? Ich weiß nicht, meine Munitionsanzeige ist nicht mehr da. Ich weiß nicht, wie viel Muni ich habe. Wie hast du das hinbekommen? Da ist es wieder, keine Ahnung. Hat sie erledigt. Ich bin einfach nur zu doof. Ich habe mir gerade die Snipe genommen. Hut, but not least. Nee, jetzt den noch zu finden, wer es war, ist eh. Zap. Warum habe ich eigentlich keine Granate? Nee. Ach, weil ich sie immer werfe. Ja, vielleicht immer das. Abstand auf uns, ne? Ja, das mache ich aus Innocent-Vorsicht, weil ich keinem von euch gerade traue. Ich weiß nicht, was es ist. Okay, ich bin RIP, Leute. Unten liegt eine Biertrap. Bin tot jetzt. Ja, vielleicht. Das lass. Heißt das, man bekommt dadurch Bier? Oh. Na gut, wenn es eine Biertrap ist, muss es Beckmann sein. Ciao, ciao. Nochmal da vor mir steht. Ciao. Nein, es muss nicht Beckmann sein, das war nur wegen des Wortes. Ja. Komm, Biertrap ist schon. Boom, Headshot. Du wärst jetzt schon eigentlich dreimal Totmeister. Eigentlich warte ich nur darauf, dass ein Friendship-Beam auf mir landet. Ja. Hier ist wer gestorben.
Ja, das ist Tobi unten gewesen, wie der Bad Trip. Na, nee. Oh, ich hätte vorhin schon dutzende Male weggesniped, wenn ich dachte, ja, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du es nicht bist. Moment, jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, dass du es nicht bist. Und entweder sind es nur noch wir beide, die. Moment. Wer ist noch über? Ja, hi. Ich glaube, also wenn ich gleich schieße, dann schieße ich jemanden auf, einfach auf gut Glück ab, weil ich der Meinung bin, dass der passt. Ja, dann braucht einer von den Leuten, die im Untergrund sind. Einer von denen ist es safe. Ja, nur die Fluktuation des Kellers ist ein Grund. Bitte? Gesundheit. Wolltest doch mich schießen, du Penner. Geh weg. Ey, Gio, warum hast denn du so wenig HP? Ich glaube, er wird. Weil ich vielleicht gerade angeschossen worden bin. Das ist korrekt von mir. Weil das war. Ich hatte schon wieder Angst. Das war wieder so, du ziehst mir auf den Kopf. Moment. Alex! Ich hau doch nur, was du da machst! Ich schon so auf mich. Ich bin auch schon nervös. Save the sea. Ich wusste es. Ich hab's gewusst. Hat die einen erschossen? Die hat, die hat Beckmann wohl erwischt. Deswegen habe ich gerade einen Schuss gehört, dann wird Beckmann gerade abgeknallt worden sein. Was? Hi. Okay, so. Ein bisschen weit weg für dich. Das ist richtig. Oh. Ich glaube, Andi ist tot. Beckmann lebt noch, aufpassen. Okay, es muss. Warte mal. Ich glaube, Beckmann lebt noch. Der war hier oben. Ja, noch 10 Sekunden. Das ist schlecht für ihn. Schön. Nein. Gut gemacht. In dem Moment wollte ich auch abdrücken, Mann, und er ist einfach schneller. Gio, leider hast du auf den Falschen geaimt. Du hast Andi erschossen. Du hättest einfach nach links aimen müssen, anstatt auf Server. Ja, dann wäre schon vorbei gewesen. Ja, ja, ne? Also dafür ist man ja im Keller. Ah, tut mir leid, Fabi. Ja, alles gut. Ich soll auch nicht spielen, gerade das war so obvious. Ich hab's dir zu einfach gemacht. Warum Alex hat die ganze Zeit die Sniper in der Hand behalten, habe ich zumindest vermutet. Ich hab die gewechselt. Du hattest am Ende wieder eine Sniper in der Hand, deswegen. Ja, ich hatte erst gewechselt und dann hatte ich wieder zurückgewechselt, weil ich mir dachte, komm. Ja. Shatter Boys. Chaos, ne? Im Sinne von Leute finden ohne Radar, es ist halt echt anstrengend. Aua! Ich hab Schaden bekommen. So gut. Keine Ahnung, wie lange Lars für den Zeitpunkt so tot war, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ich auch nicht. 10 Sekunden nach Rundenanfang oder so. Okay. Ja, er war irgendwie 4 Minuten tot. Oh, ich wollte nämlich gerade, ich habe nämlich deswegen gesagt, ich wollte gerade runter und Lars suchen, die Leiche von ihm, aber in dem Moment bin ich in die scheiß Trap gelaufen. Und dann, ich bin hinterher gelaufen, weil eigentlich wollte ich die töten, dann sehe ich so, oh. Ja, ich habe nach hinten extra geguckt, ich wusste, mir folgt jemand. Ich hätte denjenigen auch wahrscheinlich direkt. Verdächtig, aber da war die Trap halt schnell. Du hast doch einfach ein Auto ins Gesicht bekommen, Lars, ne? Ja, was hat die Pizza sogar getan? Hier ist noch einer drin. Jetzt kriegst du die Retourkutsche. So, ich hab eine Pizza. Lass mich in Ruhe. Hab eine Pizza. Ich will die in Ruhe essen. Was für eine Lass mich Pizza? Ja in Ruhe. Ich hab ein Bild gesehen, dass es Frage in Japan Pizza, einfach nur Maispizza gibt. Nein, eigentlich voll geil. Moment, der Teig ist aus Mais oder wie muss ich das verstehen? Nein, also einfach nur als einziger Belag. Das einziger ist schon ein bisschen schwach, aber bei so amerikanischer Pizza hat man das oft, glaube ich, Mais, aber die machen auch alles Mais. Ja, aber Mais ist voll geil. Auch, finde ich. Also, nee, das ist Barbecue geht gar nicht. Wie bitte? Nee, also Barbecue auf Pizza ist nicht geil. Barbecue auf Pizza ist nicht geil. Es ist besser als Ananas und alles andere, aber es ist trotzdem nicht geil. Hey, na? Na? Wie fühlt es sich an, so mit 80 HP rumzulaufen? 89, bitte, Horror Game aller Zeiten. Also hat der Schuss in die Achillessehne hat gut funktioniert, sagst du, ja? Ja. Okay.
Mann, ich hasse es, wie oft ich in diese Sackgasse hier renne. Du bist schon wieder die Alex, auf uns gegen Schuss mit Sniper. Bin ich sicher, ob das ein Bug ist, aber ich bin verwirrt, deswegen gehe ich lieber. Ey, Fabi? Hast du was für mich? Wo bist du denn überhaupt? Hinter dir. Vor dir. Ja klar, nee, hab ich nicht. Wow. Sag mal, sie liegen hier nur Sniper oder? Da ist doch einer endlich. Okay, das hab ich doch mal gesehen, sehr gut. Noch. Ja, ich versteck mich immer unten und warte drauf, dass mich jemand wegmacht. Wer hat die geworfen? Der fragt. Was? Ich weiß nicht mal, wie ich eine Granate. Die Zombies sind offen, aber offensichtlich verbuggt. Just saying. Irgendwo in deiner Scrollleiste, wenn du eine Granate hast, dann steht das da. Nein! Aua! Fabi hat jemanden getötet, Leute. Ich hab's gesehen. Gio ist tot. Wer war Fabi? Wer? Fabi hat Gio gekillt. Bin ich gut? Oh nein, das war der falsche. Irgendeine Waffe, die ich noch nicht kenne. Okay. Was zum Fick läuft hier? Oh nein. Ja, Alex ist tot. Sag mal, warst du aus Versehen oder was? Ja. Gib's zu, okay. Dann glaube ich dir. Alles klar. Dass du unschuldig bist. Oh, scheiße. Kannst du Defi kaufen, Andi? Kannst du die wiederbeleben? Also Sören müsste noch leben. Den habe ich zuletzt im Untergrund gesehen. Guck mal, ob Fabi noch in seiner Leiche noch Punkte hat. Nee, nein, den nicht. Den anderen. Yeah, genau. Hol sie mal wieder. Ich bringe ins Bild. Was ist denn, Detective? Yay! Yeah, na? Hey, Alex! Oh, Bombe! Was ist das denn? Weg da! Was? Kann doch von Sören, hab ich doch gesehen hier, du Schlinge. Der ist unten! Hat einer Schaden, ich hab ein Medikit! Ich hab einen Schaden, ja, aber ich hab kein Medikit! Ich weiß nicht, ob das hilft bei mir. Kämpf, meine Jünger! Mach ein paar Mal hier! Tobi, ich hab was für dich, komm zurück, zieh dich zurück hier! Das Medikit! Ich hab lang gebraucht, die Bananenbombe. Die ist genau in die Mitte von der Hand geflogen. Also diese drei hier. Oh, ich muss nachladen! Was soll denn das? Das war dafür, dass du mich getötet hast. Ich muss zwar rebleiben, aber. Ich war dabei, Farben zu versuchen zu killen, und dann werde ich von dir gekillt. Ich dachte mir so. Ja, keine Ahnung, was Andi da gemacht hat. Er stand einfach neben Fabi, hat sich gedacht, ja, no shit happens. Ich hab mich umgedreht, hab die beiden schießen sehen und ich wusste erst nicht, wer ist wer. Und dann war ich verwirrt. Dann musst du drüber hovern, dann siehst du den Namen von den Leuten. Wirklich? Das ist ja krass. Ich hab mich verarscht gefühlt. Ich so, ja, ich krieg den. Und dann plötzlich war ich tot. Danke! Boah, kein Ding, immer wieder gern, ne? Ist die Bison gut? Ich glaub nicht, oder? Ja, ab im Keller. Gio, als wir uns unten im Keller kurz begegnet sind, da an der Rampe, warst du bei mir unsichtbar, deswegen dachte ich kurz, wärst. Ey. Warte mal, wo bist denn du? Nur mal so. Ah, okay, wärst Traitor oder so, aber keine Ahnung, irgendwie war das ein Bug. War ein richtiger Lellinger, Andi. Irgendwie brennt das hier schon wieder, ich weiß nicht. Ich habe halt deinen Namen gesehen und das Sniper-Rifle, das du in der Hand hattest, aber ich habe dein Model nicht gesehen, also deine Spielfigur, das war irgendwie buggy. Ich dachte, du hättest irgendein Item gekauft oder so, deswegen, ich war verwirrt, ob das ein Bug war oder intended. Hey, warum ist hier so eine komische schwarze Bodenfläche? Ja. Wäre jetzt rassistisch oder was? Nee, guck doch hier, das ist voll komisch, als wäre hier irgendwas. Diese Trader verloren. Echt? Ja, Gio ist bei mir unsichtbar. Beckmann, achso. Siehst du ihn so? Ja. Ich sehe nur seine Shotgun fliegen. Irgendwas stimmt bei mir nicht. Gio hat einen Unsichtbarkeits-Wallhack an hier. Ist mega. Irgendwie hat die Pete's Meat Gun. Ja, Beckmann als Detective. Okay, das macht Sinn. Nicht die unauffälligste Waffe als Anfangs. Move. Weiß mal wenigstens, wo es sicher ist. Andi war hier wieder irgendwo. Nein, war ich tatsächlich ausnahmsweise. Ja, warte mal, komm mal her, Alex. Okay, Andi ist Trader. Ist jetzt deiner. Der lügt. Warum? Oh, einfach so. Aua. Warum? Hab ich beschlossen, ist jetzt deiner. Der war Fallschaden, der. Wieder mal nicht. Ja. Du nimmst sie jetzt aber! Nein! Doch! Sind sie hier runtergefallen? Nein, doch! Oh. Ja. Was für eine Waffe hast du da kurz in der Hand, diese Pistole? Da geht dich gar nichts an. Okay. Du bist nämlich jetzt mein Deputy, mein Neuer. Ich hab nichts gesehen.
Jetzt ist sie mein Sidekick. Eine Lift-Renate. Jetzt wird die Liegel geschossen, sagst du? Ja, ja. Ey, Fabi, drück mal Q, dann läufst du schneller. Ich glaube, da geht einer auf mich. Ich drück keinen. Da war ein schlechtes Gefühl. Gib mir die Waffe jetzt! Weil du doch die Waffe wegwirfst. Gib mir die Waffe! Gib mir die Fall! Andi? Ja. Wo ist mein Deputy? Ich bin hier hinten. Nice. Ich glaube, Alex wollte mich zum Sidekick machen. Ich bin mir nicht sicher. Oh nice, jetzt kann ich mich richtig einscheißen. Also, warte. Wenn jemand einscheißt, haha, ist mega. Ist mega. Ist mega. Oh Gott, Gott. Hat wirklich diese ist mir egal Knarre gehört? Oder ich bin im Schock. Das macht einen Lala, ne? Hä? Warum sind wir gestorben? Leute, ich bin mal ganz kurz AFK. Oh, oh. Irgendwer ist vergiftet. Oh, Fabi ist vergiftet. Wer war das? Keine Ahnung. Ich hab Gio aus Versehen umgebracht. War sehr aus Versehen, ja. Wie aus Versehen? Also aus Versehen. Fabi ist ein Zombie. Alles klar. Dann hab ich das jetzt gerade echt gesehen. Ich dachte, ihr habt mir eingebildet. Was Richard zu mir machen? Für die Traitor arbeiten. Und nicht mehr normal reden, Fabi, eigentlich. Also entweder Zombie-Geräusch oder gar nicht. Ist die Regel. Die wir haben ein Problem, da kommt ein Zombie. Alter, ist die Scheiße. What? Ja. Yeah. Okay, Alex, nö, da war nix. Schade, Alex. Fabi, hast du auf Gio geschossen, weil du dachtest, der Ball hat so Ball von ihm? Holy shit, ja, er war auf K. Von meinem eigenen Deputy erschossen worden. Das war meine Absicht. Ich hab dann gesagt, na, schön am Jobben. Dann hat er sich bewegt und dann war ich auf einmal infected. Na, ich dachte, er hat mich abgeschossen. Ja, ich stand weiter hinten, hab einen Ball auf dich geworfen, wie so ein Pokéball. Das hat schon funktioniert. Im Endeffekt, das ging durch, auch wenn ich gerade die P-Zone voll verzogen hab, Alter. Aber drei Traitors? War keine Try. Er wurde dann zum Traitor, weil er Zombie wurde. Das ist der Ach so. Ball. Ja. Deswegen, Fabi hat mich dann so angeguckt, hat auch das Thema mich gesehen, hat dann gefragt. Er ist dachte, oh nein, das verrate ich, dass ich Traitor bin, fahre mit. Zum Glück hat er nichts gesagt. Ich weiß gar nicht, was der Zombie machen muss überhaupt. Ja, einfach Traitor killen, also Inus killen. Und halt. Yeah. Machen. Gut, Leute, das war aber die Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Yeah.